Hallo, liebe Junggebliebenen und liebe Seniorinnen und Senioren. Ich freue mich so auf Bembel und Gebabbel. Erzähl zu den erfolgreichsten Musikern der Republik. Seine Lieder kennt jeder. Herzlich willkommen, Hartmut Engler von Pur. Hartmut, was trinkst du? Also ich hätte gern ein Bier. Ein Bier, ein leckeres ja. Binding. Die Sendung besteht eigentlich zum Großteil aus Sauferei. Zum Wohl. Weißt du eigentlich, warum du hier bist? Du wirst nicht drauf kommen, weil du auch eine Hausgeburt bist. Ich bin auch eine Hausgeburt. Da hab ich mir gedacht, deshalb bin ich hier. Ja, das passt. Und Hausgeburten sind prinzipiell extrem sexy, gut aussehend, intelligent und in der Regel auch steinreich. Hast du noch so eine Erinnerung an deine Geburt? Ich hab's vergessen. Sag dir noch was, Stadtbücherei Ludwigsburg. Das war einer eurer ersten Auftritte. Kannst du dich daran noch erinnern? War so eine neue Konzertreihe. Man hatte uns eingeladen, es war noch Mitte der 80er, vor unserem Erfolg. Aber wir kamen tatsächlich an, haben aufgebaut, gingen Abendessen und kamen zurück. Und da ist es passiert. Es waren null Zahlende. Es war niemand da. Wir haben dann für die Aufbauhelfer und für die Menschen von der Stadtbibliothek haben wir eine halbe Stunde gespielt. Habt ihr dann trotzdem gespielt? Ja, eine halbe Stunde haben wir gespielt. Kenne ich noch so aus diesen Zeiten, wo wir zusammen auch auf Tournee waren. Da bist du immer total vor der Show unheimlich viel hin und her gelaufen. Bist du heute immer noch so nervös? Nicht mehr so schlimm. Also, das war ein Löwe im Gehege. Der ist früher vor der Show nach einer Viertelstunde da an der Bühne. Hast du gedacht, was ist mit dem? Das Konzert war Tunnelblick. Ja, Konzert war der Segen. Das davor war der Fluch für mich. Ich war wirklich lampenfiebrig, annähernd krank. Das Lampenfieber hat nachgelassen. Ich habe vor einigen Jahren Meditation für mich so entdeckt. Und mit Meditation geht es ganz gut. Wenn wir so einen großen Eck wie dich haben, hätten wir es natürlich gern, dass er singt. Aber beim Hartmut ist es immer so, du musst dich richtig einsingen. Ne? Es ist immer so, auf die Konzerte zu bereite ich mich vor wie ein Sportler, der seine Muskeln dann auch wieder aufbaut. Und so. Wie lange singst du dann vorher so? Also ich fange eine Woche vor den Proben, fange ich an, mich zu Hause warm zu singen. Kennst du eigentlich die Fischerchöre? Ja. Kennst du. Wir haben in Frankfurt, gibt es ein sehr, sehr bekanntes, also wirklich auch Orchester, Leute, die zusammen singen, die heißen die Bembelchöre. Und die Bembelchöre haben für dich ein Lied vorbereitet. Ja? Und komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Die Bembelchöre! Fantastisch! Ich erteile hiermit die Konzerttauglichkeit für ein Pur-Konzert.